Howard Carpendale verletzte sich beim Sport und musste operiert werden. Im Nachgang speckte die Schlagerlegende ordentlich ab. Howard Carpendale, 78, zählt zu den bekanntesten Stimmen im Schlagergeschäft. Doch der Sänger steht kurz davor, seine Karriere zu beenden und hat eine Abschiedstournee angekündigt. Noch einmal möchte der Hello Again-Interpret mit seinen Fans feiern. Auf der Bühne werden sie ihn erneut ausgesprochen energiegeladen erleben. Howie, der am 19. Oktober beim Schlagerboom 2024 mit Florian Silbereisen auftreten wird, einer Oberschenkeloperation unterzogen, die auch Veränderungen an seinem Körper mit sich brachte. Howard Carpendale konnte mich nur eingeschränkt bewegen. Ich konnte nicht mehr laufen, musste operiert werden, berichtet der Vater von Wayne Carpendale, 47, im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Der 78-jährige Schwiegervater von Annemarie Carpendale, 46, hatte sich im Sommer seinen rechten Oberschenkel schwer gedehnt. Das Resultat: 4 Wochen Reha in Österreich. Dort nahm die Schlagerlegende 15 Kilo ab. Ich hatte darum gebeten, mir nur Frühstück und Abendessen zu servieren, und auch nur kleine Portionen, erklärt Howard Carpendale, der zuletzt kurzfristig einen Auftritt in der Giovanni Zarella Show absagen musste. Ich konnte mich nur eingeschränkt bewegen, da braucht es nicht so viele Kalorien. Es sollen nicht ein paar Kilo runter. Doch die 15 abgespeckten Kilo sollen nicht das Ende der Fahnenstange sein. Er möchte noch weiter abnehmen. Es sollen noch ein paar Kilo runter. Ich möchte fit sein für meine Abschiedstournee, so Howie. Und da wird bestimmt auch wieder seine Schwiegertochter in Partystimmung kommen. Vor wenigen Tagen meldete sich der Musiker wegen seiner letzten Konzertreise bei seinen Fans. Die Let's Do It Again Tournee, die ist nicht zu Ende. Die geht jetzt weiter, und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darüber freue, sagte der 78-Jährige in einer Instagram-Nachricht. Die vergangenen Konzertmomente waren für ihn wirklich was Besonderes, weshalb er beschlossen hat, dass die Tour weitergeführt werden soll. Scheint so, als ziehe er seinen Abschied auf die lange Bank.